Yeah! Neue Kameraperspektive, Bitches! Was geht, meine Freunde? Ich bin's wieder, Ali! Und willkommen zu einer neuen Folge von... Ey, du bist ja voller Fettsack, ey! Was? Und du siehst aus wie die eine da hier. Selena Gomez-Dingsbums, ne? Und nun werde ich high. Heute dreht sich alles um Hater. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Nichts. Auch ich habe Hater. Ja, wer hätte es gedacht? Manchmal bin ich scheiße, weil meine Haare zu lang sind. Dann bin ich noch scheiße, weil meine Haare zu kurz sind. Und der seltsamste Hate bisher war... Ich hasse dich, du scheiß Mexikaner. Merke du Tortillas! Ich persönlich finde es eigentlich lustig, wenn ich gehatet werde. Andererseits finde ich das auch ein bisschen verwunderlich, weil ich meine, wenn Leute kommen und sowas hier hochladen... Schatz, mich kann nicht mehr warten! Dann ist anscheinend wieder alles okay. Aber natürlich gibt es nicht nur Hater auf YouTube, es gibt sie auch in Videospielen. Scheiß Noob! Wenn ich ein Noob wäre, hätte ich dich wohl kaum gekillt, oder? Scheiß Hacker! Ja, jetzt sucht er die Ausrede. Du bist einfach nur ein scheiß Mensch! Und selbstverständlich auch im echten Leben. Hey du Bratwurst, schau dich kaputt, Mann. Na was los, Kumpel? Ist dir dein Niveau weggelaufen? Niveau? Warte. Das ist Nivea. Eine Hautpflegecreme. Okay, heute, du hast mich gedisst. Aber morgen, ich komme wieder mit richtigem Produkt. Du wirst sehen. Die Hater A. Einmal wären da die provokanten Hater. Du bist irgendwie voll behindert. Das ist aber keine Beleidigung. Ja, dann bist du voll schwul. Das ist auch keine Beleidigung. Ja, Bist du nicht YouTube-Partner? Ja. Ja, dann bist du Abogeil, Klickgeil und Geldgeil. Dankeschön. Gern geschehen. Was? Und dann gibt's da noch die Alphaziden-Hater. Die sind besonders lustig. Scheiß deutsche Kartoffel, ey. Ich bin aber kein Deutscher. Du scheiß Ausländer, ey. Und die netten Hater, die eigentlich niemanden schaden wollen und immer nur das Gleiche schreiben. Deine Videos sind schlecht. Muhahaha. Der kommt da, macht mich jetzt bestimmt voll cool. Nicht? Wobei, die werden auch irgendwann langweilig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ihr von Hatern betroffen seid, dann scheiß drauf, zieht euer eigenes Ding durch und scheiß auf die Hater. Merkt euch eins, es wird immer Leute geben, die eure Arbeit gut finden. Und auf die müsst ihr achten und nicht auf die Hater. Und das ist das Ding, dass Hater einfach tausendmal besser auffallen als Leute, die euch loben. Deswegen nehmt ein bisschen mehr Rücksicht auf Leute, die eure Arbeit mögen und ignoriert oder blockiert die Hater. Wobei, im echten Leben, okay, da könnt ihr sie nicht einfach blockieren. Das wäre sonst irgendwie komisch. Block! 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 Schreibt mir da unten in die Comments, was ihr denkt und ob ihr mal selber Erfahrungen mit Hatern gemacht habt, ob nur auf YouTube oder im Videospielen oder woanders. Das war euer Adi und bis zum nächsten Mal bei iBladi. Ciao! Hallo Köln! Na Felix, wie ist es so mit Schatz? Wunderbar!